Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Together as Forest mit dem lieben Richie und dem lieben Heiko. Hallo. 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 So. Oh nein. Was? Was denn? Ihr seht ja beide gleich aus jetzt. Ich hab gerade, als du gesprochen hast, habe ich die ganze Zeit den Heiko angeguckt. Ich dachte, ich gucke dich an, wenn du schon anmoderierst. Ach. Jetzt Ah, seht ihr wir gleich sehen aus. aus wie zwei Inder. Yep. Indische Landsleute. Namaste. Ja. Was So, machen wir jetzt? Sind die weg? Ich glaube schon, oder? ich würde sagen, ach nee, wann hat denn das angefangen, der Nacht? Will ich nicht schlafen? Könnte man vielleicht schlafen? Ja, komm. Ach, lauft ihr schon zum Schlafen? Ja, gehen wir mal hier rüber zum Speichern vor allem. Ach so, ja, speichern, ganz wichtig. Zum Ende der Folge dann bitte auch noch mal. Irgendwer dran denken, ich vergesse das bestimmt. So, ich mach mal den dritten Slot hier. Ich sag das immer, So. weil wir die Speicherstände dann ja auch nachher verteilen, dass die jeder hat zur Sicherheit. Und ja, wenn irgendwas sein sollte, dann wisst ihr eben, auf welchem Slot wir aufgehört haben. Okay. Der erste ist immer für. Oh, seid ihr schon am Schlafen? Ich bin wieder der Letzte. Ja, Ja. dann. Also der erste Slot, der ist immer für gute Speicherstände, wenn alles geritzt ist, uns geht es gut. Der zweite ist so mehr für einen Notfall und der dritte, der ist neu. Weiß ich noch nicht, wofür der ist. Der ist einfach so. Ja, ich gehe sofort wieder Stöcker sammeln. Stöcker brauchen wir ja doch. Und vielleicht gucken wir auch mal, ob was schon in den Fallen ist. Hier oben ist in der Tat noch nichts. Stöcke sammeln. Ja, auf der anderen Seite bauen wir dann zwei, drei Ställe. Schau, dass man diese Ställe nicht kaputt machen kann und die Stöcke benutzen kann. Na, Alter, kommt immer bloß ein Stock raus. Na. Ach, okay, das lohnt sich ja nicht. Wir müssten bloß, sollten wir da keine richtige Basis hinbauen, das, was wir angefangen haben, abreißen. Ja, so, weil sonst hast du überall die Hammer. Ach so. Ja, oder fertig bauen. Oder fertig bauen. Ja, wir haben ja ein großes Lager, was leider immer angegriffen wurde. Wir haben das schon fast fertig umrundet, bebaut und alles picobello gemacht, aber wir wurden ja leider vertrieben. Das Große, was wir da angefangen hatten. Ja, ob wir das fertig bauen? Blümchen, Blümchen, viele, viele Blümchen. Ja, das sollten wir vielleicht in den nächsten Folgen dann wirklich in Angriff nehmen mit dem Lager, dass wir da die tatsächlich, dass wir die Hämmer da loswerden. Ja. Oh, heute werden wir viele Stöcke sammeln. Alles werden wir fertig bauen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin schon wieder voll mit Stöcken. Ja, die sind. Oh, Bambi, Bambi. Nicht ablenken lassen, nicht ablenken lassen. Okay, immer mit der Ruhe. Oh, da kommen welche zum Strand. Vorsicht, wer auch immer am Strand ist. Die rennen ganz schön. Ich bin nicht am Strand. Ich Ich auch bin hier nicht. auf der anderen Seite dieses Sees. Und ich fange wieder Fische. Und ich hacke Stöcke. Das ist weit weg, das Floß. Umso besser. Ja, um die Stöcke zu holen, meine ich. Ach so. Im Moment, was brauchen wir denn hier noch? Ist doch so weit, ist doch alles fett. Was war das? Ach so, Fleisch? Oh mein Gott, das Jammelfleisch liegt auf dem Boden. Ich sammle es mal ein, nicht, dass das jemand noch aufsammelt und isst. Das Feuer ist an. Na, das Fleisch drin. Braucht das jemand? Nö. Nee, im Moment nicht. Schwarzes Fleisch hat nichts gebracht, leider.
Nee, das bringt gar nichts, habe ich auch gemerkt. Ich glaube, ich habe gerade Beine gesammelt. Also Vorsicht, wenn ihr zum Lager kommt, die rennen hier rum. Aber jetzt rennen sie in den Wald oben. Die Steine. Wie Wald hier bei mir hin? Da, wo unser Lager ist, das kleine Wäldchen oben. Aber die sind jetzt schon länger weg. Also, wenn sie zu dir gekommen wären, hättest du sie wahrscheinlich gesehen. Die haben, glaube ich, unser ganzes Essen geklaut. Meinst? Oder hing hier nichts mehr? Nee, da hing, glaube ich, nichts mehr. Okay. So. Zwei Stöcke. Ach nee, zwei Seile. Wie sieht es dann bei euch mit dem Trinken aus? Ich müsste gleich was trinken, aber ich habe ja meinen Schlauch im Moment noch. Ach so, ja, dann lasse ich lieber hier was drin. In den Schildkrötenpanzern. Okay. Ja. Oh, noch 6 Stück. Oh je. Warum kann ich die Reparaturaxt nicht bauen? So, ich brauche Holz. Irgendwie. So, wollt ihr auch eine Reparaturaxt bauen? Für was ist die gut? Wenn die was angreifen oder wir hauen mal auf euch in unser Bauteil, können wir es damit reparieren. Oh, super. Und wie baut man die? Also 2 Stöcke, 10-mal Baumharz, 1 Stein und 2-mal Stoff. Okay. Da mir das ja schon öfters passiert ist, dass ich unser Lager kaputt gehauen habe, ist das gar nicht mal so schlecht. Gute Idee, ja. Lagerfeuer. Moment, was war das denn jetzt? Vor allen Dingen, falls wir doch mal ins große Lager gehen, das große Camp, was wir gebaut haben, dann können wir ja auch alles dort reparieren. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ich wollte Stöcker. So, 2 Hasenfallen habe ich jetzt auf der anderen Seite mal hingestellt. Ach, schon fertig? Ja. Okay, das Stocklager ist voll. Aber wir brauchen mehr Stöcker noch. Kein Problem, ich bringe noch ein paar mit. Ich auch. Hey, essen. Hat man nicht hier auch noch irgendwie Hasen? Käfig. Käfig können wir uns irgendwo hinmachen noch. Damit wir die Hasen erstmal sammeln. Ja, also Hasen rennen hier schon rum. Ich sag ja, die rennen rum. Ah. Ja, das ist ja fertig schon. Gehen die Flugzeugäxte eigentlich kaputt? Weiß das jemand? Nee, die gehen nicht kaputt. Also auch wenn man auf Stein haut oder so. Steinhacken geht auch nicht. An großen Felsen kaputt hauen oder so geht nicht, oder? Weiß das jemand? Nee, geht nicht kaputt. Aha. Ich glaube, Waffen gehen ja allgemein nicht kaputt. So, was wird noch gebraucht? Stöcke, ne? Stöcke, ja. Und wenn wir fertig sind mit Stöcken, dann brauchen wir noch mehr Stöcke, weil Stöcke brauchen wir immer. Ja.
glaube, hier habe ich jetzt das fertig. Okay. Und zwei Hasenfallen sind da oben? Ja, so. Ich habe zwei dahin gemacht. Na dann sollte ja bald das Bett, beziehungsweise die beiden Betten sogar, die sollten dann ja bald voll sein, denke ich. Fertig, voll fertig. Voll sein, also erst fertig und dann voll mit uns. Achso, das sind Baumstämme hier. Oh ja, Baumstämme und ja, wie es aussieht, können wir wieder was bauen hier. Wie wär's? Ja, ich sagte schon vor einigen Folgen, glaube ich mal, sollen wir ein Steinlager bauen? Denn wenn wir... Ja, wo die findet man ja massig. Finde ich. Ja. Dann vielleicht noch ein Stocklager. Ja. Weil ich wollte jetzt welche reinpacken. Ist schon voll. Ja, zu dritt geht das ganz schön schnell. So, ich habe ein bisschen gemordet. Oh, oh. Oh, ich sehe schon das Massaker am Strand. Oh, die Kannibalen können noch was lernen von dir. Ja. Wie bringen wir denn die Stämme, die Baumstämme jetzt rüber? Da müssten wir näher ran wahrscheinlich, ja, oder? Da müssen wir näher ran fahren. Ja. Ja. Da kann man die schieben. Ah, die kann man auch schieben. Oh, das ist gut. Nein. Kommt man da ran vom Floß, wenn ich die hier so rüberschiebe? Eigentlich schon. Och, ja. Dann ist das vielleicht besser, wenn wir die rüberschieben. Ist sicherer für das Floß oder nicht, dass das Floß kaputt geht nachher. Ja, die schmeißen ja auch manchmal Mollys und so. Genau. Oder Brett, Tennisbälle. Ja, die mögen kein Tennis. Das habe ich auch schon gemerkt. Bei denen im Lager. Oh, jetzt wird es aber Zeit für mich. Dass ich langsam was esse und trinke. Aber unsere Getränke sind leer, meine ich. Dann trinke ich eine Soda. Es könnte ruhig mal wieder regnen. Federn. Feder. Feder, Feder. Feder. Ah. Feder. Na. Ich hab ihn, ich hab ihn. Na, er ist weg, er ist zu schnell. Wow. Es klappt nicht. Ach so, mal ein paar Pfeile bauen. Ne? Ha, ich hab ihn. Nein, ich hab keine Federn. Stücke mehr. Auch Stöcke. Federn? Ach so, ich habe so viele Schildkrötenpanzer hier. Was machen wir mit denen? Aufbauen. Wasser kann man nie genug haben. Oh, ich muss was essen, mich setzen und was trinken. Wo ich gerade Wasser sage, da passt das ja ganz gut. Ich schmeiß mal die ganzen Hölzer hier ins Meer und schieb die dann nachher zum Floß rüber. Okay. Aber ich muss mich wirklich setzen, das hat jetzt nicht sehr viel Sinn gerade. Also wir leiden gerade an Stockmangel. Echt? Nur ganz dünne Stöcke auf dem. Ach so, im Wald bist du? Mhm. Ja. Da ist schon ganz schön was abgeholzt, habe ich schon gesehen. Ah, okay. Also normalerweise haben wir doch geschlafen.
So, ich kann wieder laufen, aber ich bin ganz schön hungrig. Haben wir irgendwo... Oh, hier hängt so viel Fleisch, aber das ist ja, alles... Ja, aber das ist noch nicht fertig. Ja. Oder du musst ein Stück runternehmen und es dir braten. Oh, dann... Oh, ich habe ja auch noch rohes Fleisch hier. Ja, dann kann ich das ja, was ich hier habe. Das sind kleine Stücke, aber ich esse erstmal so einen Snack, weil ich bin wirklich ganz schön am Ende. Eine Soda hinterher für den Durst. Und ich schmeiße ja das Fleisch, das rohe, das ich habe, ist frisch von Vögeln vorhin. Dann schmeiße ich das mal hier rein. Jetzt habe ich wenigstens ein paar Pfeile. Boah, das sieht gut aus, was du hier baust. Wenn das stimmt, dass das hilft, dass die nicht da drüber können, ja, dann ist es ja noch besser. Die können aber über die, habe ich jetzt gerade gemerkt, über die Holzstämme, wenn die im Wasser liegen, können die. Oh. Ja, dann haben wir da so einen Schutz, wenn die da nicht rüber können. Oh. Das ist aber anstrengend diesmal. So. Feder. Oh, Feder. Feder. Oh, noch eine. Feder. Gut. Ja, und was macht ihr jetzt mit den ganzen? Mit den Stöcken und allem? Ja. Naja, erstmal aufs Floß und dann können wir irgendwo vielleicht mal einen Platz finden, wo wir eine Basis bauen. Und wir waren ja schon mal auf dieser Insel, auf der man was sprengen kann. Nein. Auf der Insel, auf der man was sprengen kann? Ja. Da war ja nichts. Und vielleicht... Können wir da auch irgendwann mal ein Häuschen bauen oder sowas? Sind die so nah genug dran oder müssen die noch näher? Nee, noch ein ganz kleines Stückchen. Ich falle immer ins Wasser. Nicht, dass das Floß irgendwann mal untergeht hier. Habe ich mir gedacht. Am Anfang schon, als die eine Seite nur beladen war, da dachte ich auch, oh nein. Nee, ich wollte... Ja, es, das Lager ist wohl fertig, voll. Haben wir noch eins? Ach, da. Da hinten war noch. Ja, da passt aber noch was drauf, glaube ich. Also nicht aufs Lager, aber ein Lager passt da, glaube ich, noch drauf. Also ich kann die nicht schieben. Echt? Wie kommt's? Vielleicht sind die fest hier. Ja, die scheinen fest zu sein. Oder? Bewegt sich nur ein bisschen. Die sind vielleicht schon zu lange im Wasser, haben sich schon vollgesaugt. Festgesaugt, ja. Ein Stück noch. Ah. Ich hab ihn. Passt da noch viel drauf oben? Noch zwei, drei. Mhm. Okay. Voll. Stock drauf auf dem Loch voll. Cool. Ich glaube, das ist der letzte. Aha, okay. Oder nee, passt noch was drauf. Gut. Einer noch. Oh, hoppla. Ich habe zwei. Kommst du von da aus dran? Ja.
glaube, jetzt ist aber Ende im Gelände. Okay, wie sieht das mit dem Stocklager aus? Ist voll. Beide voll. Das ist schön. Sollen wir noch eins bauen? So für Stöcker, meine ich? Oder für Holz im Allgemeinen? Ja, für ein richtiges Lagerboot können wir bestimmt hier noch mehr hinbauen. Hat jemand schon Hasen gefangen? Müssen wir mal gucken gehen, aber ich glaube, das dauert, oder? Das dauert eine Weile. Ich glaube, eine Nacht oder so und es wird auch eh wieder dunkel. Also, wie wäre es? Was ist denn da für ein Hammer im Wasser? Ein Hammer im Wasser? Also so ein Zeichen, Hammerzeichen über dem Wasser? Was haben wir denn hier gebaut? In der Luft? Eigentlich nichts. Naja. Was braucht man denn dafür, um das fertig zu bauen? Keine Ahnung. Jetzt ist der Hammer weg. Nee, der ist hier. Was ist denn da? Ich komm mal gucken, vielleicht. Ich sehe ja von hier hinten auch den Hammer. Ja, der schwebt hier in der Luft. Naja. Oder spiegelt der sich irgendwie? Ach nee, die Hammer, die ich sehe, sind die Schildkrötendinger. Oh, ich sehe auch keinen Hammer hier gerade. Hier warst doch, du, oder? Doch, wenn ich hier stehe. Ja, genau vor der Ritschi ist im Wasser ein Hammer. Genau. Der gehört zum Floß. Wieso? Weil da das Bett steht. Ach so, der Hammer gehört zum Floß. Okay. Hey, das sind Fische. Cool. Also ich denke, du meinst den am Floß? Nee, ein Stückchen weiter vom Floß entfernt. Aha. Aber vielleicht ist das auch eine optische Täuschung. Denn ich sehe hier gerade keinen Hammer. Also in den zwei kommen keine Kaninchen. Ja, dann bringen wir noch mal hier ein paar Baumstämme rüber zum Floß. Da wird ja bald noch ein Lager entstehen hier. Oh, das könnte ich eigentlich schon fertig bauen. Auf dem Floß sind ja Stöcke. Oder ich habe, glaube ich, auch welche im Inventar. Mal gucken. Nee. Ich habe schon ein paar habe ich reingepackt schon. Ah ja. Ja, ach, dann nehme ich mal hier welche aus dem Stocklager. Dafür haben wir es doch, oder? Ja. So, ich komme zurück. Mir ist zu dunkel. Ich sehe nichts mehr. Und schon wieder voll. Oh, es regnet. Oh, und das ist so kalt. Ich muss das Feuer anmachen auf dem Floß. Was hältst du davon, wenn wir dann auch mal hier wieder schlafen? Ja. Ja, das... Okay. Ich wollte den einen hier noch... Also, dann komme ich lieber rüber, meinst du? Mhm. Auf dem Weg. Total erfroren. Na, noch nicht ganz. Ein bisschen kann ich noch durch die Kälte laufen. So. Ist euch nicht... Fisch! Ist euch nicht kalt? Nein. Nicht. Irgendwo war gerade was kaputt. Was war kaputt? Wenn ich hier so stehe, habe ich
die Reparaturachs mit dem roten Kreuz. Aber lege ich sie an, ist es weg. Oh. Ach, schön. Schön warm. Ja. Gut. Ich hau mich schon mal hin. Nee, geht noch nicht. Ja, jetzt gießt es aber. Echt? Aber richtig am Regnen. Ah, habe ich eingesammelt vorhin. Ah, danke. War das ein verschossener Pfeil. Weiß ich nicht, wie viel das waren. Ich habe 11 Pfeile jetzt. Wir können leider noch nicht schlafen. Und wie viel sind das jetzt? 5 Stück weggeschmissen. Oh, 5 Stück hast du mir gegeben. Oh, cool. Dann sind wir anders immer 5 wahrscheinlich. Danke, danke. Und noch einmal. Dankeschön. Braucht ihr Stoff? Braucht ihr Klamotten? Also ich friere in einer Tour. Ich habe gar keine Klamotten hier. Hier? Für jeden was? Ich habe jetzt einen schönen Pullover an. Hier Licht für euch. Ach da! Da liegt was. Für jeden was. Okay, ich hab den gleich. Ich hab den gleich. Du hast, glaube ich, einen dickeren Pullover. Du hast den gleichen wie ich wahrscheinlich an. Ich hab den gleichen, den ich vorher auch hatte, an jetzt. Und ich hab irgendwas mit Wolf, oder? Jetzt habe ich ein T-Shirt an. Du hast einen Mond? Ja, ich glaube, da ist der Mond mit dem Wolf, glaube ich, drauf, ja. Dann hab ich noch. Was ist das? Ach, jetzt hab ich einen Pullover. Nein. Ich habe Pullover an, oder? Ja. Okay. Ja. So ein Hoodie, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ich. Ich muss was essen und trinken. Es regnet hier gerade. Oh. Das T-Shirt. Oh, darf ich hier was auffüllen? Oder seid ihr alle schon sit? Oder habt ihr noch Durst? Du kannst ruhig auffüllen. Oh, gut. Ja, auffüllen sollte man immer bei Regen. Da passt aber ganz schön was rein. Das in so einen Wasserschlauch, da passt ordentlich was rein, aber man trinkt zweimal raus und dann ist er leer. Ja. Aber solange es regnet, werden die ja wieder voll, hoffe ich. Oh, wie viel hier reinpasst. Ich habe alles leer gemacht. So, ich denke, wir sind auch am Ende der Folge schon. Oh ja, schon 10 Minuten drüber. Oh ja, okay. Oh, na ja. Dann können wir nämlich noch hier schlafen gehen. Oh, mir ist schon wieder kalt. Mir auch. Und Hunger. Kann ich noch was essen? So, ist das getrocknete Fleisch getrocknet? Oh. Darf ich einen Fisch essen? Mhm. Getrockneter Fisch. Der Fisch, roher Fisch. Nee, der war. Dann hänge ich ihn noch mal hin. Oder schmeißen die ins Feuer? Hm. Gegrillter Fisch, ja. Ab ins Feuer mit dir, Fischlein.
jetzt habe ich aber Durst. Und es hat aufgehört zu regnen. Jetzt ist alles leer. Als ich aufgefüllt habe, vorhin war es noch nicht leer. Oh nein, ich muss mich erstmal setzen. Ja, gut. Wir können uns dann auch schlafen legen. Genau, schlafen, speichern. Ach so, ja, dann ruhe ich mich ja auch während des Schlafs aus. Ich esse aber schnell noch eine Kleinigkeit, nicht, dass ich in der Nacht verhungere. Wahrscheinlich bekomme ich. Wahrscheinlich bekomme ich dann Albträume, aber schlaft ihr schon? Nee, noch nicht. Ja. So, jetzt. Okay, ich speichere dann am nächsten Morgen. Mhm. No. Speichern auf den ersten Slot, uns geht's ja, nein, auf den zweiten. Auf dem ersten ist die Yacht, den kann ich doch auch überspeichern, oder? Ja. Na, ich mach den zweiten. Auf der Yacht, da haben wir uns ja zum ersten Mal getroffen. Nostalgie. Also alle drei haben wir uns da getroffen. Warum? Was hast du denn? Ich weiß nicht. Brenne ich? Nö. Nö. Was war das? Habt ihr das gesehen? Du hast einfach gezuckt. Du. Vielleicht hatte ich Durst. Ach, es war Durst, ja. Das war aber knapp jetzt. Ich habe gesehen, ich habe überlegt, warum füllt sich denn da meine ich habe Durst Tropfen. Warum füllt er sich so komisch? Na, und kurz bevor er oben war, habe ich schnell noch was getrunken. Na, da wäre ich doch direkt hier vor euren Augen verdurstet. Nun gut. Jo. Dann beenden wir den extra langen Part für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Richie? Ja, genau. Wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Und ich schließe mich an. Tschüss.